Es freut mich, dich heute hier zu haben. Auf was dürfen sich die Zuschauer von Rate Your Date freuen? Puh. Auf, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber das ist der beste Film des Jahrtausends. Des Jahres. Im Februar auf jeden Fall der beste Film. Im März. Es ist unfassbar lustig. Es ist, hat aber auch seine ernsten Facetten. Es ist. Es geht um Freundschaft. Es steckt unfassbar viel Sommerenergie in diesem Film. Und da. Also ich mag sonst meine Filme selber nicht unbedingt so gerne gucken. Aber bei dem Film habe ich dreimal eine Ausnahme gemacht. Und was hat dich an der Rolle gereizt? Dass ich sie spielen durfte. Ja, das ist toll. Was hat. Die Rolle ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was die meisten Leute momentan. Fangen wir mal an. Diesen Satz kann man nicht beenden, wie ich ihn angefangen habe. Ich persönlich habe eher Schwierigkeiten, bei etwas zu bleiben. Bei einem Thema. Und auch wenn es dann irgendwie an Magie verliert, trotzdem weiterzusuchen, forschen. Und weil irgendwas wird sich dahinter wieder aufmachen. Und das heißt, ich hüpfe dann von Thema zu Thema, oder? Und mache einen Crashkurs durch das Ganze, durch 360 Grad Leben, aber immer nur Crashkurs und muss dann wieder wechseln, weil in einer hohen Geschwindigkeit muss ich alles kennenlernen. Und Anton hat das genaue Gegenteil, er ist sehr phlegmatisch in der Hinsicht und braucht halt 10 Jahre, bis er merkt, aha, stimmt, es hätte ja auch anders sich entwickeln können. So, und dann fragt man sich, wer weiß, also vielleicht ist ja da noch was draußen. Das ist auch ein berechtigter Gedanke. Und er hat einfach den Mut nicht, die Tür zu schließen. Man muss eine Tür schließen, damit sich eine öffnet. Außer du hast alle offen und da bleibst du im Flur stehen. Und du selbst schließt gerne die Türen? Ich liebe es, Türen zu schließen. Aber das ist auch, es ist, ich glaube, jeder Mensch liebt es. Es ist aber schwer, es zu machen. Ich hab das, kann das auch nicht, ich glaube, also das muss man lernen. Ich aber sag mir das jeden Tag, dass ich das immer besser, das ist, eigentlich nennt man das Entscheidungen treffen. Ne? Und du machst eigentlich nichts anderes den ganzen lieben Tag als eine Entscheidung nach dem anderen. Mhm. Und das Coole ist, du kannst eine Entscheidung treffen und 2 Minuten später denkst du, nein, das war die falsche Entscheidung. Gehst halt wieder zurück. Es ist nichts für immer, also es ist kein, es ist, ne? Ja. Und hast du dich schon mal dafür entschieden, online zu daten? Ja, Entschuldigung, wir sind jetzt weg vom Online-Dating gekommen. Das war, nee. Noch nie. Nun, wüsstest du aber, welchen Satz du am Anfang schreiben würdest, zu meinem Online-Date zu beginnen? Hm. Nee. Wüsste ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, also, boah, das ist das nicht das Allerschwerste. Ja. Ne? Ich habe im wahren Leben geht es mir so, ich bin ja Sprudel, also ich habe kein Problem, Menschen anzusprechen. Außer es bedeutet mir sehr viel. Aber ich dann platzt ein Satz raus und dann kann ich ja agieren, dann kann ich ja damit umgehen. Meistens fahre ich das frontal gegen die Wand, aber immerhin gibt es eine Bewegung. Online muss ich ja irgendwie erstmal einen Storch losschicken mit einer Nachricht und ewig warten, bis da. Das kann man ja 1000-mal überdenken und interpretieren, bis dann die Antwort kommt. Das ist ja unfassbar anstrengend. Ich weiß ja nicht, was dann alles was da drin steckt, dann in so einer Nachricht. Man muss ja 1000-mal löscht man wieder die Sätze und fängt neu an. Gott, das ist nichts für mich. Der Vorteil bei Rate Your Date, ja, ist jedoch, dass man weiß, stimmt, auf was man sich einlässt. Richtig. Guck mal, da war eine Zimmerkarte. Möchtest du das überhaupt wissen? Kannst du es überhaupt wissen? Ich weiß nicht, ich möchte es wissen. Weil ja, also warum soll ich es nicht, weil sonst würde es mich nicht interessieren. Aber
Ich glaube, ja, jeder von uns hat ja einen gesunden Menschenverstand. Vielleicht nicht jeder von uns, aber es gibt Menschen auf jeden Fall, die den ersten Eindruck ganz gut einordnen können. So, je nach deinen Erfahrungen. Das ist dann eine Kategorie. Wär nur dumm, wenn es bei der bleibt. So. Theresa ist ja eigentlich unglaublich gut in Menschen erkennen, ja, und sie einzuordnen. Weißt du auch schnell, wer gegenüber von dir sitzt? Ich? Ja. Ja. Wie gesagt, das liegt aber daran, dass ich immer weiterziehe. Okay. Ich kann auch aus jeder Perspektive denken. So, nun, Paul wird, Anton wird als Pinguin kategorisiert. Ja. Wie würdest du dich kategorisieren? Das ist eine gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Die hat noch niemand gestellt. Schluss, ist gelogen. Es hat jeder gestellt, aber ich habe noch nie eine Antwort gefunden drauf. Es ist auch fies. Mir fällt nichts. Ich möchte dann was Lustiges sagen. Fällt mir nichts Lustiges ein. Und dann will ich was Ehrliches antworten, und dann muss ich sagen, es geht nicht. Ich kann mir keinen Hashtag geben. Wir können es umdrehen. Welchen Hashtag hättest du denn gerne? Nee, das geht ja noch weniger. Der... Nee, das kann ich genau nicht. Jetzt hätte ich was... Nee, ich weiß nicht, der... Das klingt alles schrecklich, wenn es dann so alleine dasteht, das Wort. Klar, der Maschinen... Naja, das ist auch Quatsch. Der Superheld, der nächste Fall ist Blödsinn. Ja. Oder? Oder Hashtag Schauspieler, das ist dann zweideutig. Letzte bitte, womit ich kategorisiert werden will. Okay. Schausiger, habe ich mal gesagt. Das Wort gibt es wirklich nur von mir. Schausi. Googles und es ist nur mein Eintrag. Das ist eine Mischung zwischen Schauspieler und Musiker. Weiß ich auch nicht, warum ich da... Findet man den Hashtag bei dir auf Social Media? Welchen? Instagram. Schausi. Schausi? Du hast schon den Nickname für Schausi? Schausi. Klingt ja schon süß dann wieder. Schausi. Ich glaube, könnte man finden. Ich habe ihn nicht benutzt. Aber ich weiß nicht. Guck dir doch alle mal nach. Wenn ihr das Interview... draufladen, machen wir Hashtag Schausi. Schausi? Schausi oder Schausika. Ich dachte mal so, ja, weil also es hat einen Grund. Ich mag wirklich so Schausi. Das klingt irgendwie so, ich sehe mich nie als was Besonderes, aber ich kann nicht, ich sehe eher alles als Musik. Dann fühle ich mich wohler. Als Timing, Rhythmus, diese Sachen sind zum, deswegen eher Musiker. Schausika war dann. Und dann kannst du aber Hashtag irgendeinen Songtext nehmen. Oder einen Songtitel. Für wofür? Für mich? Für dich. Hashtag It's My Life. Hashtag Come As You Are. Ja, ist auch nicht schlecht. Du bist, wie gesagt, auf Instagram. Benutzt du Social Media eher als Arbeitswerkzeug, wie viele Schauspieler? Oder macht es dir auch Spaß? Nur halt. Das bedeutet ja, dass die Arbeit keinen Spaß machen könnte. Nein, aber heutzutage geht es ja oft, dass der Schauspieler eine große Reichweite haben muss, damit er eine Rolle bekommt. Ja, also ich, ja, hast du recht. Ich selber, ehrlich gesagt, habe es noch nicht so ganz rausgefunden, wie ich damit hantieren möchte. Und das Resultat dessen ist, dass ich nicht wirklich aktiv bin. Ich sollte aktiver sein. Jetzt habe ich auch ein paar Sachen gepostet, weil ich bin ja unfassbar stolz auf diesen Film. Deswegen möchte ich, dass ihr alle den Film guckt. Also muss ich das ja auch erzählen. Davor habe ich dann aber irgendwie 6 Monate nichts gepostet. Also irgendwie. Ja. Und noch zum Schluss. Hast du einen Tipp für jeden, der Single ist und seinen Partner sucht? Ja. Sucht. Nee, sucht nicht. Entspannt euch. Da gibt es bestimmt jemanden.